Ein herzliches Willkommen, liebe Optimisten, zu einer neuen Folge Option Optimismus, der Podcast. Auch heute darf ich einen Gast begrüßen, mit dem ich schon viele gemeinsame Momente und Learnings in den letzten anderthalb Jahren erleben durfte. Aber dazu heute bestimmt noch mehr in dieser Folge. Mein heutiger Gast, der liebe Dominik Görke, Trainer, Coach, Mentor, Gründer der Rocket Life Family und ein Experte für deinen Umgang mit Geld, aber nicht nur dafür. Wer Dominik erlebt, ob digital oder in Natur, der spürt, dass er liebt, was er lebt und dass er ein Energiebündel ist. Und genau dieses Gefühl der ansteckenden Freude bleibt hängen, wenn man mit ihm gemeinsam arbeitet. Wie er es schafft, immer motiviert, energiegeladen und gut gelaunt zu sein, was Geld für ihn ist, in Wirklichkeit ist und welche Herzensbotschaften er sonst noch mit uns teilen möchte, das fragen wir ihn jetzt selbst. Und in diesem Sinne herzlich willkommen, lieber Dominik. Hallo Carsten, vielen, vielen Dank für die Einladung, vielen, vielen Dank für die tollen Blumen, die du hier schon auf den Weg gestreut hast. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich kann das jetzt so halten, was du hier schon versprochen hast. Ja, ich habe gedacht, ich lege die Latte schon mal hoch, dann weißt du schon direkt, du musst jetzt auch abliefern. Nein, Spaß. Also, das stimmt alles, alles, was ich gesagt habe, das ist nicht deiner Webseite entnommen, sondern ist meine Wahrnehmung in der Zusammenarbeit mit dir, dass die nicht von Beginn an so war, da komme ich heute auch nochmal drauf. Magst du denn unseren Zuhörern nochmal selbst erzählen, wie zum Beispiel dein beruflicher Weg begonnen hat und wie dabei auch deine persönliche Entwicklung war? Mein beruflicher Werdegang hat 1993 begonnen. Dort habe ich eine Bankausbildung gestartet und war 16 Jahre alt und hatte so von dem Ganzen eigentlich gar keine Ahnung. Ich wollte eigentlich sowas machen, was mein Vater früher gemacht hat. Also er ist immer in Anzug und Aktentasche aus dem Haus und abends kam er wieder. Und irgendwie hatten wir immer genug Geld zu Hause. Und da habe ich gesagt, sowas will ich auch machen. Und habe dann, für mich kamen dann drei Optionen quasi zum Tragen, nämlich einmal in der Bank zu arbeiten, bei einer Versicherung zu arbeiten oder bei einer Spedition zu arbeiten. Also nicht Spedition, oder bei Industriekaufmann, also beim Autohaus oder wo auch immer. Und dann ist es die Bank geworden letztendlich. Ja, und dort hat alles angefangen. Ich habe meine Ausbildung gemacht. Ich bin durch mein jetziges Paradefach mündlich durchgefallen. Da fingen schon die ersten Hürden an, so in der Karriere, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich irgendwie glatt bügeln. Bin dann als Springer tätig gewesen. Das heißt also, ich war immer da, wo Not an Mann war, in der beratenden und verkaufenden Tätigkeit. Ich habe relativ früh mit Verkaufen angefangen. Ich glaube, es ist mir schon so ein bisschen auch in die Wiege gelegt worden. Dann bin ich irgendwann in die Marketingabteilung gerutscht, nachdem ich Vermögensberater noch war und Vermögensexperte war, Vermögensbetreuer war, bin ich dann in die Marketingabteilung gekommen, weil schon von vornherein so klar war, irgendwie bin ich ein kreativer Kopf. Irgendwie habe ich eine Energie und kann unheimlich viele Leute begeistern. Und mit diesen Ideen, die ich habe, bin ich auch, glaube ich, ganz gut hinterm Vertrieb aufgehoben. Und dann dort in der Marketingabteilung habe ich unheimlich viel organisiert, Veranstaltungen geplant, mit Promis gesprochen, diese quasi zum angeheuert. Wir hatten damals das Reit- und Springturnier in Dortmund organisiert und dort habe ich mit den einzelnen Springreitern dann Interviews geführt und sie quasi zu uns gebracht. Das war ganz spannend. Dann bin ich weiter, weil die Ausbildungsabteilung mit der Marketingabteilung kooperiert hatte, ganz eng, irgendwann dann zum Ausbildungsleiter geworden und habe dann wieder irgendwie noch mehr Vertrieb gemacht, weil ich dann 75 Auszubildende vor mir hatte und die musste ich ja irgendwie schulen. Und nach diesen ganzen Schulen habe ich mich dann gefragt, da muss es doch mehr geben, als den Leuten irgendwie Informationen in den Kopf zu hämmern. Und habe dann gesagt, okay, da muss es was anderes geben. Ich habe das in der Ausbildung erlebt, da gibt es was anderes. Da waren so Leute, die haben mit mir immer Rollenspiele gemacht und irgendwelche Einzelaufgaben gegeben. Ich musste mich vorstellen und habe dann gehört, okay, das sind offiziell Trainer. Ja, und dann habe ich gesagt, sowas will ich auch machen und habe dann von der Bank eine 2,5-jährige Trainerausbildung bekommen,
die sehr, sehr ausführlich war bei der Akademie Deutscher Genossenschaften. Habe die mit Bravour abgeschlossen, weil es mir einfach mega Spaß machte, weil das war so mein Planschbecken, mein Aquarium, wo ich halt rumschwimmen konnte und mich komplett verwirklichen konnte. Und irgendwann habe ich dann halt gesagt, so, jetzt bin ich soweit, jetzt mache ich mich selbstständig. Ja, dann kam eine Selbstständigkeit, bin ich auf die Nase gefallen. Dann habe ich mich wieder einstellen lassen bei einer Versicherung, damals auch wieder als Trainer. Und ja, bin da zum Top-Trainer aufgestanden und oder auferstanden. Und ja, und habe dann wieder gesagt, nachdem ich muss dazu sagen, bevor ich diese Trainertätigkeit gemacht habe, war ich noch ein Jahr Vertriebsleiter bei einem Sportlabel. Also schon unheimlich viel gemacht auf Vertrieb. Ja, dass du erst 44 bist. Und da, ja, genau. Also etliche Trainerausbildungen, NLP-Master, Lehrtrainer und so weiter noch dazwischen geschoben alles. Und kommt noch dazu, dass danach dann wirklich diese Versicherungstätigkeit anfing, als Trainer zu arbeiten, Leute vertrieblich auszubilden, bis dann der Cut kam, wo ich mich getrennt habe und mich wieder selbstständig gemacht habe. Und das ist jetzt seit 2018, Ende 2017 so der Fall, wo das Ganze anfing und seitdem läuft es bergauf. Also kurz Karriere mal, also wenn du dazu jetzt Fragen hast, bin ich sehr gespannt. Ja. Ja, ich mache das in meinem Podcast immer so. Ich habe tolle Gäste, so wie auch du ein toller Gast bist. Und wenn ihr in so einem Antwortblock, da ist dann immer so viel drin, deshalb schreibe ich immer fleißig mit und fasse das auch nochmal zusammen oder gucke so, wo meine Nuggets waren, damit die Zuhörer das vielleicht auch nochmal komprimiert bekommen. Fand ich super, erstens, dass du gesagt hast, da bin ich in meinem heutigen Paradefach, bin ich da mündlich durchgefallen, ja. Dann habe ich gedacht, oha, da war mein erstes Learning, dachte ich, naja, das ist ja super, so die Message, du kannst mal hinfallen, aber kannst dann trotzdem später ein Experte werden. Aber im Laufe deiner weiteren Antwort löste sich das noch besser auf, denn du hast dann die Trainerausbildung gemacht später und man hat jetzt, also ich habe den Vorteil im Gegensatz zu den Zuhörern, dass ich dich jetzt auch sehe dabei bei unserem Gespräch und da strahlst du auch sofort. Ja, da habe ich die Trainerausbildung gemacht und das war mein Thema. Und die habe ich natürlich mit Bravour gemacht, bestanden und so weiter. Also sofort auch diese Botschaft von, wenn du mit Leidenschaft drin bist, ja, wenn du Spaß hast an etwas, wenn du mit der Passion dabei bist. Ne? Das war super zu spüren. Und dann hast du sich selbstständig gemacht, der Dominik, schon mal, und ist auf die Nase gefallen. Ja. Und jetzt haben wir alle zwei Reaktionsmöglichkeiten. Ne? Beim neuerlichen Versuch, sich selbstständig zu machen, kann man jetzt entweder sagen, nee, das ist ja schon mal schiefgegangen. Das muss ich ja nicht nochmal machen. Oder man kann sagen, hey, ich weiß, warum es damals nicht geklappt hat. Setze an und mache es nochmal. Und genau das hast du gemacht. Und das ist auch das, was du ausstrahlst, dass du sehr glücklich bist mit deiner Entscheidung, die damals so getroffen zu haben, 2017, 2018 und ja, dass du heute überzeugt bist von dem, was du tust, das strahlst du mit jeder Pore aus. Wunderbar, super. Ich erinnere mich sehr gut an unser Kennenlernen. Ja? Wir waren Teilnehmer beim selben Seminar, einem Seminar, bei dem wir uns ja, entwickeln konnten, sage ich mal, und uns in unterschiedlichen Facetten zeigen durften. Und ich verrate jetzt kein Geheimnis dir, weil wir beide da schon drüber gesprochen haben, kennen uns ja mittlerweile doch schon besser. Ich war doch eher skeptisch dir gegenüber zu Beginn. Und irgendwann haben wir mal darüber gesprochen, da habe ich dir das dann offen gesagt und wir haben dann beide herzlich gelacht darüber. Und du warst nicht so sehr überrascht davon, weil dir das schon das ein oder andere Mal passiert war, dass jemand in der ersten Sekunde einen Eindruck von dir hat, der sich gar nicht bestätigt. Magst du da, kannst du mir dazu was erzählen? Warum glaubst du, ist es so? Und ja. Ja, also das hat was mit Polarisieren zu tun. Ich mache das natürlich auch bewusst, weil ich sage immer, everybody's darling is nobody's darling. Und du brauchst natürlich auch Ecken und Kanten. Und die darfst du auch gerne mal zeigen. Ich stehe für Ausstrahlung, für Charisma, für Geld, ne? Finanzdienstleistung ewig gemacht. Ich weiß, wie man es schafft, quasi wieder aufzustehen. Und darauf können wir ja gleich nochmal eingehen. Und dann weiß ich auch um meine Wirkung da draußen.
Ich bin ein geleckter Typ, ich habe so nach hinten gegelte Haare, ja, ich bin braun gebrannt und ja, und ich habe sehr laute Klamotten ab und zu mal an. Und da bekommt man sofort erstmal einen Eindruck, ach, wer ist das? Oh nee. Ja. Und dann ist der auch noch so laut und so vorlaut und so forsch und der strahlt über, was ist da faul? Ja. Und das ist so der erste Eindruck, den ich vermittle. Ich weiß das. Und ja, ich hoffe, wenn man dann näher auf mich eingeht oder näher mit mir kennenlernt oder mir die Chance gibt, dann auch durch den Filter quasi zu mir zu gelangen, durch das Sieb durchzurutschen und quasi bevor du mich ablehnst, mit mir ein Gespräch suchst, dann merkst du relativ schnell, dass ich eins nicht habe, was man von außen vielleicht wahrnehmen möchte, Ego. Ich kann sehr gut über mich selber lachen. Mir ist vieles einfach wurscht, was die Leute über mich denken. Ich gehe danach sowieso meinen Weg und letztendlich habe ich Resultate, die ich vorzeigen kann und die ich gerne mit der Welt teilen möchte. Und das merkt man unheimlich schnell, dass ich ein offenes Buch bin. Dass man auf mich zugehen kann und mir Fragen stellen kann. Und manchmal haue ich sogar ein Geheimnis raus, obwohl ich es gar nicht wollte. Und ja, und dann, obwohl andere würden es zurückhalten, aber ich kann sowas dann einfach nicht zurückhalten. Ich hau es raus und bin dann einfach auch straight und sage denen dann, pass auf, mach's doch so und so, ich habe so und so gemacht, ich bin da auf die Nase gefallen, mach das doch anders, damit es dir nicht auch passiert. Und da ist, glaube ich, so ein Kasus Knaxus drin. Ich weiß, wie ich wirke, weil ich sehr laut bin, dass ich sehr forsch bin, dass ich rhetorisch gut drauf bin. Das habe ich mir alles angeeignet, nochmal zum Durchfall. Zum Durchfall, zum Prüfungsmisslingen, ja, Ja. zum Durchfallen in der Prüfung, war die Information, die ich dachte, ich war so überzeugt, die war wohl falsch, aber trotzdem habe ich schon immer forsch gesprochen und das fanden die Trainer oder die Prüfer auch nicht so toll, weil ich da auch so gewirkt habe und dann rutscht er halt mal schnell in so ein Raster rein. Genau, und das ist es dann letztendlich, was Menschen dazu verleitet, dich ganz schnell in eine Schublade zu stecken. Und Schubladen stecken zum Beispiel habe ich mir angeeignet, mache ich nicht mehr so schnell, weil ich weiß, dass es Leute gibt, die nicht, die man echt schnell fehlinterpretieren kann. Sehr, sehr cool. Also tolle Antwort. Und mir ist dann so eingefallen, Perfektion weckt Aggression. Und es ist halt so, ne, wenn man dann auch, also gerade zwei Männer, also ich bin ein Mann, du bist ein Mann, wir waren im gleichen Seminar, jeder hat so seine Sphäre, die er um herum baut, ja, die einem ja mit natürlicher Präsenz manchmal so gegeben ist. Und dann tauchst du da auf und ich dachte, also. Es war genauso, wie du es jetzt eben beschrieben hast. Und als wir uns dann unterhalten haben, kennst du das, wenn man sich dann eigentlich dagegen wehren will, dass man den Typ jetzt doch nett findet, weil man hatte doch eben beschlossen, der sei doch ein Schnösel. Ja, Das ist, so also. plastisch verhalten. Wir sind in einen Raum gekommen und wir sind beides, ich sag mal, richtig starke Charaktere und die auch sehr laut sind und sehr ähnliche Charakterzüge vielleicht auch haben. Und da gräbt man sich gegenseitig das Wasser ab, vielleicht. Am Anfang denkt man, ne, plastisch verhalten und irgendwann denkt man, ey, komm, lass uns zusammengraben. Es ist vor allen Dingen, ich habe das deshalb aufgebracht in dem Podcast, für den wir ja kein Drehbuch haben, sondern der ja frei Schnauze läuft, weil mein Podcast immer authentisch sein soll. Und die Menschen, ich möchte die Zuhörer mitnehmen, dass sie merken, es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Und zwei, die jetzt mittlerweile auch zusammenarbeiten und sich gut verstehen, haben vielleicht keinen optimalen Start gehabt, aber haben halt sauber und klar kommuniziert darüber. Und dann konnten Dinge entstehen, die nicht entstanden wären, wenn es nicht ausgesprochen worden wäre. Das war so der Hintergrund, warum ich dachte, ja, komm, erzählst du das jetzt einfach. Bank, Ausbildung, Festanstellung, in einem großen Konzern gearbeitet, zum Schluss, der botene Perspektive. Hört sich doch alles entspannt und gut an. Warum hast du dich dennoch anders entschieden und gesagt, ich verlasse mich wieder auf mich selbst. Das war ein Entschluss, der echt Tiefe hatte und aber auch mit einer Situation wieder verbandelt war, wo ich vor einer Entscheidung stand, bevor ich vor einer Entscheidung stand und das war dann links oder rechts. Dieser Konzern wurde vertrieblich ausgelagert auf eine andere
Agentur auf einen anderen Konzern, sagen wir es mal so. Und in diesem neuen Konzern gab es diese Trainertätigkeit so nicht mehr. Da waren wir alle Experten und Spezialisten für bestimmte Bereiche. Und ja, da wurdest du auch wieder in eine Schublade gedrückt. Und sie wollten unbedingt mit mir zusammenarbeiten, weil es halt wunderbar funktioniert hatte, weil sie gesehen hatten, was ich für Leistung, was ich für Resultate bringe, dass ich Menschen begeistern kann, dass ich Menschen ausbilden kann zu Verkaufsmaschinen wirklich, ja, hat man damals gesagt. Und das wollten sie dann halt in speziellen Bereichen dann halt haben. Und da habe ich gesagt, nee, möchte ich so nicht machen. Ich gehe, Kurzfassung, also es waren noch ein paar Gespräche, ich bin extra noch zurück nach Frankfurt gefahren, habe ein persönliches Gespräch gesucht, alle hatten sich gefreut, hatten den Vertrag schon hingelegt und ich habe gesagt, ich bin eigentlich nur hier, um ganz klar zu kommunizieren, wir können in Zukunft zusammenarbeiten, aber ich bin ab sofort selbstständig und ich werde mich nicht mehr anstellen lassen. Und das, da fielen alle aus allen Wolken und haben das Angebot erhöht und so weiter und so fort, aber ich wollte einfach auf meinen eigenen Beinen stehen. Ich habe gesagt, ich bin 39 zu dem Zeitpunkt gewesen, heute bin ich 44. Ich bin 39 und die nächsten 40 Jahre möchte ich mein Leben selbst planen und nicht angestellt sein. Weil die letzten 39 Jahre haben mich dahin gebracht, wo ich heute stehe. Und irgendwie bin ich nicht weit gekommen. Wir haben zwar rund 8.000 Euro im Monat verdient, es wäre auch so weitergegangen, sogar erhöht weitergegangen, aber ich habe gesagt, das kann es nicht gewesen sein. Das kann es nicht gewesen sein, dass du dann einen 9-to-5-Job machst, der weit über 9-to-5 war, gewesen wäre. Und ja, und du hättest keine Zeit mehr gehabt. Und ich wollte einfach keine Zeit mehr gegen Geld tauschen. Und habe dann gesagt, okay, ich mache mich selbstständig. Und habe dann dieses lukrative Angebot ausgeschlagen und stand dann quasi vor den Scherben meines schlechten Money-Mindsets. Ja, und hatte dann, ich habe zwar eine Abfindung bekommen, aber trotz Minusabfindung hatte ich immer noch minus 40.000 Euro Schulden. Und ja, und damit kommen erstmal klar. Und damit starte man mit minus 40.000 Euro in eine Selbstständigkeit. Aber ich wusste, was ich kann und ich wusste, was ich drauf habe und ich wusste, was ich tun musste, irgendwie intuitiv. Und habe mich dann mit Geld einfach noch ein bisschen intensiver beschäftigt, weil ich halt einfach gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass ich 39 Jahre, naja, meine Jugend abgezogen arbeite und danach einen lukrativen Job habe, richtig viel Geld verdiene, aber irgendwie kein Geld habe, weil ich das Geld nie behalten habe, weil ich es immer rausgefeuert habe im hohen Bogen. Es kam, es ging, es kam, es ging, es kam, es ging. Und ich habe dann gesagt, da muss ich mich vielleicht noch mal hineindenken, es muss da irgendwelche Geheimnisse geben, irgendwelche Energien geben. Ich war ja schon im NLP mit drin und da war es dann alles immer ein bisschen spooky, ja, dass du mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen viel erreichen kannst, wenn du sie richtig kanalisierst. Und das habe ich dann nochmal explizit gemacht. Ich bin zwar Lehrtrainer, aber auch da war es nur eine Ausbildung. Ich hatte wirklich irgendwie das nicht so wirklich gefühlt, was ich da gemacht habe. Und dann kam auf einmal das Gefühl, ja, und seitdem ging es steil bergauf. Ich habe angefangen schon, bevor ich quasi die Kündigung eingereicht habe, eine Immobilie zu kaufen. Und weil man ja mit dem Gehaltscheck bei jeder Bank punkten konnte. Und deswegen hat man auch schnell eine Finanzierung bekommen. Und dann habe ich ein überdimensionales Objekt gekauft. 10 Familienhaus, ich glaube 760, 790.000 Euro waren es damals, ich weiß es gar nicht mehr. Und was mir aber gleich einen Cashflow gebracht hat von 2.500. Und damit hatte ich eine schöne Grundlage und habe dann einfach weitergekauft. Und stehe heute bei rund 7 Immobilien, bin finanziell unabhängig, habe mir damals geschworen, mit 45 bist du Millionär. Hat nach 2 Jahren schon geklappt, weil ich da ein Vermögen aufgebaut habe von 3 Millionen Euro. Und da kann ich jetzt unverhohlen sagen, ich stehe für Geld und für Energie, für Herzenergie. Wenn du dieser Energie folgst, dann folgt auch Geld. Emotionale Freiheit kreiert finanzielle Freiheit. Und ja, und dafür stehe ich quasi heute. Charisma und dann halt Money Mindset. Wunderbar. Extrem nachvollziehbar. Und ich habe gerade noch so den Gedanken, also bevor du das letzte Beispiel gebracht hast, wollte ich sagen, nein, meine Erfahrung sagt, dass Trainer und Coaches oder Experten, die ein Herzensthema haben, meistens eine eigene Geschichte haben mit ihrem Herzensthema. Und als ich mir das so überlegt habe, hast du gerade direkt dann deinen Proof quasi gebracht. Ja, das heißt, du hast
selbst schon viel falsch gemacht, wenn es ums Thema Geld ging, und hast daraus aber nicht die Konsequenz gezogen, dann ist es so, ich kann es halt nicht, es bleibt so, sondern du hast es eben wunderbar schon erklärt, du hast gesagt, da muss wohl mehr sein, denn du hast ja nun Fachwissen gehabt über Geld, kommst von der Bank. Dann hast du auch noch gewusst, wie kommuniziert man mit anderen Menschen und verkauft denen etwas. Und dann hast du auch noch gelernt, wie lehrt man andere, dass sie wiederum gut kommunizieren, um anderen etwas zu verkaufen. Also kognitiv war ja alles da. Und trotzdem hat der junge Mann minus 40.000 Euro auf der Uhr gehabt, als er im Prinzip nach außen wahrgenommen, in deinem Umfeld warst du sicherlich damals schon als erfolgreich geltend, weil ja sicherlich keiner gewusst hat, dass du es schaffst, trotz des hohen Einkommens mehr auszugeben als einzunehmen. Und deshalb ist das sehr ehrlich von dir, dass du das so offenlegst, und vielen Dank für diese Ehrlichkeit. Und genau nur so kannst du ja Menschen auch was vermitteln, wenn du jetzt auch zeigst, du sprichst aus dieser Expertise heraus, ja, aus dieser wirklichen eigenen Lebenserfahrung. Okay, also mit dieser Erfahrung bist du definitiv der richtige Coach für den richtigen Umgang mit Geld. Was war denn jetzt in den letzten 3 Jahren so anders, dass du diese Entwicklung nehmen konntest von einem finanziellen Engpass hin zu einer finanziellen Stabilität, zu einem sicheren Umgang mit Geld? Ich glaube, es ist ein Einklang mit 5 großen Lebensbereichen, wo du unheimlich viel Energie, viel, viel Herzenergie, viel Charisma hineinlegen musst. Und diese 5 Lebensbereiche sind für mich ganz klar. Ich habe sie sogar in meinem Hintergrund, aber wir können sie ja nicht sehen. Einmal das Thema Spiritualität möchte ich echt als erstes anführen, sage ich oft zum Schluss, weil viele ja denken, oh, was ist das hier, jetzt kommt er mit esoterischen Dingen, aber esoterisch bedeutet außerweltlich, und spirituell ist eigentlich die Reise zu dir selbst, also in dein eigenes Weltbild. Gesundheit, Finanzen, Beziehungen zu allen verschiedensten Dingen, Menschen, Tieren, zur Natur, zu Kooperationspartnern, Partnern und so weiter. Und der 5. Bereich ist dann die Reise zu deinem Lebenssinn. Also was ist dein Sinn überhaupt? Was ist dein Wozu? Was ist dein Warum? Wenn du das für dich ganz klar kommuniziert hast, dann kannst du mental, emotional und auch physisch dort Energie reinfließen lassen. Und wenn du es als 5 Kammern siehst, dann füll jede Kammer und danach, wenn du alle Kammern quasi gefüllt hast, dann fühlt sich das Leben auch wie Leben an. Dann rollt es auch schneller, wenn es wie ein Rad ist. Ein Rad, was nicht richtig aufgepumpt ist, kann nicht schnell laufen. Es huppelt manchmal und das nennen dann viele Leben. Es muss mal ruckeln und huppeln, ja, darf es, aber es darf auch mal glatt laufen. Und das schaffst du einfach auch, wenn du diese 5 Lebensbereiche füllst und aus deinem Herzen das Ganze agierst. Ich bin in Liebe aufgewachsen. Ich habe andere Tiefen gehabt. Aber es kommt halt aus meiner Familie, ist da eine Herzensenergie geflossen. Da hat mich das Glück geküsst, ja, und das Leben geküsst, muss ich auch sagen. Aber ich glaube, mein allererster Moment, worauf ich dann später zurückkomme, den erzähle ich vielleicht gleich, wo man dann wirklich merkt, dass da absolute Liebesenergie ist, weil mir ist quasi als Säugling da was Extremes passiert, was ich aber nie wirklich wahrgenommen habe, weil da war kognitiv noch nichts, ne? Da war noch emotional, mental war noch nichts vorhanden, weil du bist ja gerade erst auf die Welt gekommen, aber da hat man dann halt diese Liebe programmiert bekommen. Wunderbar, das ist eine super, super Überleitung. Ich habe ein bisschen verstanden. Will nochmal ganz kurz, bevor wir auf diese Situation, die du eben schon mal angeteasert hast, nochmal zu sprechen kommen, weil die will ich nochmal im Zusammenhang mit dem Thema Optimismus auch verwenden. Wenn jetzt mal für den Zuhörer, der Zuhörer hört deine Geschichte, deine Entwicklung, das ist der 25. des Monats aktuell, in 3 Tagen ist es wieder soweit, er bekommt sein Gehalt, es ist Monatswechsel und es sieht vielleicht nicht so rosig aus. Sag mir oder sag unseren Zuhörern doch einmal so einen ersten Impuls, was ist so eine Handlungsempfehlung, wenn er gerade aktuell mit seinen Finanzen ein bisschen struggelt, was sollte er als erstes tun? Nur so, vielleicht gibst du einen Anfängertipp.
Also grundsätzlich, was ich gerade schon mal habe durchscheinen lassen, Geld haben kommt von Geld behalten und gibt viel weniger aus, als du einnimmst. Das sind so die zwei Grundlagen erstmal. Und ich glaube, das lässt schon dein Konto wieder anwachsen. Und guck wirklich, was musst du ausgeben, was musst du nicht ausgeben, was brauchst du, was brauchst du nicht. Ja. Genau, das ist, da muss ich direkt einhaken, weil deine Erklärung eben mit den fünf Lebensbereichen ist, glaube ich, schwer zu folgen, wenn man es nicht optisch unterstützt. Und jetzt wird es total logisch, finde ich, und greifbar, weil gib weniger aus, als du einnimmst. Denkt man ja, ja, okay, sehr schlau, Herr Görke, das weiß man doch. Nein, wenn man sich nämlich jetzt beschneiden muss, dass man manche Dinge nicht ausgeben darf, da kommen genau die Punkte zum Tragen, die du eben treffenderweise, perfekterweise erklärt hast. Denn jetzt muss ich ja entscheiden, was ich weglasse. Und das macht ja was mit mir. Ja, weil habe ich jetzt vielleicht nicht mehr dieses Oberklassefahrzeug, was könnten die Nachbarn denken? Und jetzt kommt genau der Punkt, den du eben gesagt hast, die Stabilität in deiner Persönlichkeit erlaubt mir das dann. Vollkommen richtig. Ja, aber wir gehen auch mal auf die fünf Lebensbereiche. Gibst du Gesundheit aus? Gibst du Beziehung aus? Ne? Also, gibst du deinen Partner ab? Gibst du deinen Lebenssinn ab? Willst du lieber was anderes machen, außer deinem Lebenssinn zu folgen? Deine Reise zu dir selbst, willst du die aufgeben, um was anderes zu machen? Ne? Gibst du Geld aus? Solltest du dann auch nicht. Ne? Also du gibst das an, diese fünf Lebensbereiche ja auch nicht aus. Also dann behalt doch auch dein Geld zusammen. Und guck dir immer an, was du kaufst. Also ich, ne, ich renne ja immer hier mit meiner hier für die Zuschauer, meine Rolex rum. Jetzt, Achtung, Gedanken, was denkt ihr jetzt? Meine Rolex habe ich mir gekauft, als ich keine Kohle hatte. Kein Geld hatte. Übrigens, Kohle ist auch schon mal das ist jetzt ein schlechtes Beispiel von mir. Kohle, Knete und Asche sagt man nicht zu Geld, weil du darfst Geld wertschätzen. Gib Geld einen kraftvollen Namen, weil Kohle ist verbranntes Material, zu verbrennendes Material, Asche ist verbranntes Material und mit Knete spielt man. Und alles das macht man mit Geld eben nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Super. Und das Geld habe ich mir, beziehungsweise die Rolex habe ich mir gekauft, als ich kein Geld hatte. Ja, meine ersten teuren Klamotten habe ich mir gekauft und ich habe Klamotten ohne Ende, wirklich, habe ich mir gekauft, als ich kein Geld hatte. Und das alles mache ich jetzt gerade nicht mehr. Das ist ein super, super Message, dass du das nochmal hinterher schiebst, weil die Menschen sehen das äußere Ergebnis, sehen die äußeren Anschaffungen und da läuft man oder da läuft man Gefahr, den falschen Rückschluss zu ziehen. Mega. Toller Impuls war das. Vielen Dank. Ja, du bist ja zu Gast im Optimismus-Podcast. Ja? Also will ich natürlich gerne nochmal auf mein Kernthema zurückkommen. Optimismus. Beim Geldaufbau übrigens sicher auch nicht verkehrt. Aber so grundsätzlich, ich mag nochmal anknüpfen an das Thema, wo eine Lebenssituation war, die wirklich schwer war, die herausfordernd war für dich. Und dann auch nochmal, wenn du die vielleicht nochmal schildern magst, wenn du so einen Punkt hast, den du da erklären willst, wie Optimismus vielleicht dir und deinem System, also deiner Familie, vielleicht dabei geholfen hat, auch solche Situationen zu meistern. Ja, also vielleicht fangen wir mal mit dem heftigsten Thema an. Ich glaube, Optimismus wurde mir programmiert. Optimismus hat viel mit Liebe zu sich selber, Liebe zu anderen zu tun. Und es prägt quasi deine positive Grundhaltung. Ein Spruch, der mir immer hängen bleibt, wenn es um Optimismus geht, ist es so: Ein Pessimist ärgert sich über den Riss in der Hose, ein Optimist freut sich über den Luftzug. Und das ist so die positive Grundhaltung, die die Menschen so in sich tragen sollten. Und mir wurde das quasi mit auf den Weg gegeben. Ich bin geboren worden, linksseitig gelähmt. Ich konnte nicht nach links gucken, meine Schulter nicht bewegen, meinen Arm, meine Finger, meine Hand nicht bewegen, mein Bein nicht bewegen. Und also ich war linksseitig spastisch gelähmt, bin gleich so zur Welt gekommen. Das hat man erst später so wirklich herausgefunden, weil ich nur mit rechts gestrampelt habe. Und dann musste man relativ schnell agieren. Und meine Eltern waren immer voller Liebe, voller Optimismus und haben gesagt: Hey, was muss man tun, um jetzt ihn wieder in die Stabilität zu bekommen? Und da hieß es dann halt: Ihr müsst jeden Tag 10 Stunden seine Muskeln trainieren. Jeden Tag 10 Stunden seine Muskeln trainieren. Du musst dreimal in der Woche zum Physio gehen und mit ihm trainieren.
Und dann wurde mir das quasi in die Wiege gelegt. Es wurde so hart an mir gearbeitet, mit voller Liebe, mit vollem Optimismus, mit vollem Glauben daran, dass das wieder gesund wird, dass das wieder geheilt wird. Und ja, und einen Tag vor meinem ersten Geburtstag habe ich angefangen zu laufen. Und heute bin ich komplett, ich sag mal fast, aber es ist echt 99,9% kann ich mich voll bewegen. Ich kann immer noch nach links nicht komplett gucken. Mein linkes Bein ist so stark, dass ich damit sogar beim Fußball mittlerweile schieße, also geschossen habe. Ich fast Fußballprofi geworden wäre. Ja, also alles keine Probleme. Wenn ich unkonzentriert bin, kann man ab und zu mal sehen, dass ich mein linkes Bein nachziehe. Ja, aber das ist wirklich, das kann man auf der Bühne immer sehen. Da sieht man dann so Fotos, wo es irgendwie so ein bisschen xig aussieht. Und dann denke ich mir immer so, ach, siehst du wieder. Aber das habe ich mir mittlerweile als Markenzeichen gemacht. Ich habe, guck mal hier, das ist das Ding, was mich immer wieder daran erinnert, die Liebe zu anderen aufzubauen und vor allen Dingen anderen Stabilität, Netz und doppelten Boden zu geben. Und das ist das, was mir eingepflanzt wurde von meinen Eltern und was ich jetzt an andere weitergebe. Nie den Glauben an etwas zu verlieren, nie das Vertrauen in etwas zu verlieren und einfach weiterzugehen, weil auch wenn du dich nicht bewegen kannst, irgendwann schaffst du es. Schaffst du es, ja? Oder du findest einen Weg, irgendwie es trotzdem in die Umsetzung zu bringen. Es gibt Menschen, die werden ohne Arme, ohne Beine geboren und sind sowas von erfolgreich da draußen, ja. Und da gibt es immer zwei Wege. Was machst du draus? Gehst du den Weg und ich will optimistisch in die Zukunft sehen oder ich gebe mich meinem Schicksal hin? Und das ist so das, was ich draußen mitgeben möchte. Gib dich deinem Schicksal nicht hin. Du kannst alles schaffen. Wenn du in Deutschland geboren bist, dann hast du einfach die Möglichkeit, vieles zu erreichen. Und selbst wenn du am Boden bist, fängt dich sogar noch ein Hartz IV auf, ja? Und daraus kannst du auch wieder was machen. Also die Menschen brauchen mir nicht erzählen, dass es aussichtslos ist in manchen Situationen. Du kannst es immer schaffen. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber deswegen kommen sie ja auch zu mir. Und ich versprühe da auch Optimismus, Liebe. Und vor allem die Skills, die es braucht, um erfolgreich zu werden. Unglaublich. Ich liebe diese Geschichte. Ich kannte sie natürlich, aber sie ist so ein tolles Sinnbild dafür. Denn das ist nicht nur, dass du ein Optimist bist, sondern es ist, deine Eltern sind schon optimistisch. Denn was jetzt gar nicht so deutlich rüberkam, ist, dass du das gar nicht so genau gewusst hast, als du dann schon 40 oder über 40 warst und Ja. wusstest, da ja, da war was mit meinem Beinchen, da war ja was. Ja. Und das erst in, sagen wir mal, 4 Jahrzehnte später vom echten Umfang deines frühkindlichen Dramas da erfahren hast. Und das ist eine tolle Botschaft. Das heißt, der Optimismus ist bei dir tatsächlich schon in der Familie gegeben. Deine Eltern haben schon mit Optimismus und du hast völlig richtig erklärt, Optimismus und Selbstliebe, da gibt es einen mega Zusammenhang, haben den schon übertragen auf dich. Und ich bin mir ganz sicher, wenn deine Mutter, die ja quasi den Liebesteil in der frühkindlichen Erziehung im Prinzip symbolisiert, den Fokus immer auf das Leid gelegt hätte, in dem sie jetzt ist, durch die Geburt eines Kindes mit diesem Malus, dann hättest du später gesagt, ich kann ja gar nicht dolle Fußball spielen. Das wird ja niemals gehen, denn ich habe doch diese Geschichte mit dem Bein. Und wie soll denn jemand wie ich Präsenz auf der Bühne haben oder Raum einnehmen auf der Bühne? Es ist ja besser, ich verstecke mich. Also es ist eine ganz, ganz tolle Story in ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Und deshalb ganz toll, dass du sie geteilt hast. Es gibt so ein, zwei Fragen, die stelle ich all meinen Gästen im Optimismus-Podcast und die ist nicht abgesprochen. Und deshalb bin ich immer sehr, sehr gespannt, was du so erzählst. Wenn heute Wünsch dir was wäre, welchen Menschen würdest du gerne mal treffen? Michael Jackson. Michael Jackson, das kam wie aus der Pistole geschossen. Warum und was würdest du von ihm lernen können? Ich glaube, er hat eine Präsenz wie kein, oder er hatte eine Präsenz wie kein Zweiter auf diesem Planeten. Und er hatte eine Aura,
die viele in den Bann gezogen hat. Er war ein Alien auf Erden. Und ich hätte einfach nur gerne seine Gegenwart gespürt. Und dann hätte ich vielleicht schon viel lesen können in diesem Menschen. Ich habe mich so ausführlich mit ihm schon beschäftigt, auch in der Vergangenheit, den Moonwalk nachgetanzt, Thriller nachgetanzt früher. Das habe ich übrigens noch in keinem Podcast erzählt. Und es ist einfach für mich ein Idol gewesen, ein absolutes Idol gewesen, ein Perfektionist, wo man aber aufpassen muss, dass es nicht krankhaft wird. Mhm. Aber trotzdem, er hat sich so perfektioniert, dass die ganze Welt zu ihm aufgesehen hat. Egal, wo er war. Er hatte ja keine Ruhe für sich. Er war ja immer im Fokus. Ich meine, das hat er selber verursacht. Aber ich hätte gerne diese Gegenwart einfach mal gespürt. Okay, sehr spannend. Michael Jackson also. Okay, dann meine zweite Frage. Ziele. Wir alle sprechen mit unseren Coaches, mit unseren Freunden, mit unseren Bekannten, mit unseren Kunden über Ziele. Welches Ziel hast du persönlich? Also ich sage ja immer, ein Ziel ist ja das Letzte von dem, was eigentlich vorher passiert. Es ist für mich immer eine übergeordnete Vision und die Vision muss sehr, sehr stark sein. Diese Vision wird gewonnen aus deiner Bestimmung, aus deiner Vergangenheit, aus deinem Warum, aus deinem Antrieb und aus deinem Wozu, aus deinem Was soll da rauskommen, wozu mache ich das überhaupt, ne? Und wenn du dann Initialisierungsenergie da entwickelst, diesen Antrieb, diese Intention und diese Intention mit Gefühl verbindest, dann sind Ziele aufgrund der hohen Vision unendlich ableitbar. Und eins meiner größten Ziele ist es, Freiheit zu spüren. Und ich möchte schon fast sagen, ich bin da angekommen. Ich möchte fast sagen, ich bin da angekommen und ich brauche mir um Geld keine Sorgen mehr zu machen, es ist alles geebnet. Ich habe wundervolle Menschen um mich herum. Meine Eltern leben noch, es ist auch ein Geschenk. Ja, mein Papa ist jetzt 83 Stand heute, meine Mama ist 69 Stand heute. Und es ist einfach schön, momentan das Leben zu leben. Ich bin dankbar für jeden Moment. Wenn ich ein Ziel habe, dann ist es halt noch die Welt zu bereisen. Ja, also diese Zeit, die ich auch hier in verschiedene Menschen stecke, ja, möchte ich natürlich dann auch für mich selber haben, um dann halt noch einige Länder in dieser Welt zu bereisen. Ich glaube, das ist ein großes Ziel, was ich noch habe. Ja. Tolle, ehrliche Antwort. Da gehe ich noch ganz kurz drauf ein. Das erste Reiseziel, was steht da? Bali. Ja, alle reisen gerade nach Bali. Ich frage mich, warum. Ich will da einfach mal gucken. Da hast du aber Glück gehabt, dass nicht alle gerade nach Ostfriesland reisen, sonst müsstest du jetzt dahin gehen. Bali, sicherlich ein Traumland. Aber mit dem Business, was du dir entwickelt hast, bist du ja auch künftig orts- und zeitunabhängig. Ja? Und kannst ja deinen Teilnehmern ja auch von vielen Orten der Welt aus helfen und Support bieten. Ja, grundsätzlich ist das richtig. Ich sage aber immer, in Deutschland sind meine Wurzeln. Ich möchte in Deutschland auch meine Wurzeln behalten. Ich möchte allerdings, je nachdem, also du fährst ja nicht in ein Land, sondern du fährst ja in einen Ort, der nur zu einer gewissen Zeit vielleicht für dich interessant ist. Ich will ja auch nicht im Winter nach Mallorca. Ja? Ich will im Sommer nach Mallorca. Im Winter kann man vielleicht nach Mexiko. Ja, also du kannst immer mal für eine gewisse Zeit irgendwo sein. Ich möchte nicht, bleiben wir mal bei Mallorca. Wenn du nach Mallorca auswanderst, dann solltest du Mallorca kennen, aber in jeder Jahreszeit. Und es kann extrem langweilig sein. Mein bester Freund ist ausgewandert. Ich war auch schon im Winter da. Du kannst dich da, das ist auch schön, das Klima ist auch toll. Aber trotzdem bin ich dann doch lieber hier, wo meine Umgebung auch ist, ne, wo ich mich auskenne, wo ich einfach auch meine Eltern habe. Ich kann nicht überall sofort hin, ich habe einen kleinen Hund, ja, und ich möchte den auch nicht zu viele Reisestrapazen aufhalten. Ne? Das kommt auch noch.
Okay, ja, ich habe erwartet, dass du auch durch den familiären Bezug sagst, dass du nicht dauerhaft auswandern wollen würdest. Okay, sehr, sehr cool. Macht mir viel Spaß, das Gespräch, Dominik. Eine letzte Frage an dich heute. Welchen finalen Tipp möchtest du unseren Zuhörern mitgeben, wenn es darum geht, wie sie mit einer Herausforderung, mit einer schwierigen Situation umgehen sollen? Wie gehst du mit einer Herausforderung um? Ja, ich glaube, es ist wichtig, wenn du diese große Herausforderung direkt vor deiner Nase hast, dass du relativ schnell in die rationale Akzeptanz kommst. Also, dass du eine Hängebrücke baust vom Schockmoment, von der Herausforderung zu annehmen, akzeptieren, fließen lassen, rational verstehen und dann sofort wieder in die Lösungsstrategie zu gehen. Also dich gar nicht erst in diesem Leid ahlen, sondern sofort anfangen, einen Weg zu suchen. Und wenn du nicht weißt, wie der Weg aussehen könnte, frag Menschen, die durch diese Tiefen schon gegangen sind. Ja, emotionale Freiheit schafft finanzielle Freiheit. Wie willst du Geld machen? Frag die Leute, die es schon gemacht haben, sonst bist du irgendwann 80, wenn du es verstehst. Deswegen kannst du das abkürzen. Also auch hier die Abkürzung ist, nach dem Schockmoment relativ schnell die Hängebrücke zu bauen zur rationalen Akzeptanz und dann zu verstehen, okay, die Situation ist da, ich begebe mich jetzt auf den Weg. Wer kann mir dabei helfen? Wer muss ich sein, um da schnell rauszukommen? Die meisten Menschen sagen immer, wie muss ich es machen? Was muss ich machen? Nein, es ist eher, wer muss ich sein und wen kann ich fragen? Wen kann ich mitnehmen auf der Reise, um dann letztendlich wieder am Ziel anzukommen? Wunderbares Schlussstatement. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und dir, lieber Dominik, herzlichen Dank für deine offenen, authentischen Herzensworte. Herzlichen Dank. Danke, ja, danke, dass du mein Gast warst. Weiterhin viel Erfolg. Ich verfolge deinen Weg weiter und aufmerksam, freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Ich mich auch. Vielen, vielen Dank, lieber Carsten.